Togepiest an Pokémon mit dem Typen Fee und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Vor Veröffentlichung der sechsten Spielgeneration besaß es den Typen Normal und ab dann änderte sich sein Typ von Normal zu Fee. Es kann sich selbst zu Togetic entwickeln und das entwickelt sich dann wiederum zu Togekiss. Togepi ist ein sehr kleines, zweibeiniges Pokémon, das hellbeige, weiß, rot und hellblau auftritt. Die Schale ist hierbei weiß und die Muster darauf sowohl rot als auch hellblau. Arme, Füße und Kopf färben sich dagegen hellbeige. Der kleine Körper hat eine ovale Gestalt und lediglich der Kopf ist von fünf breiten Zacken gekrönt, wobei die Zacken einer Krone ähneln, da das eigentliche Haupt rund bzw. oval geformt ist. Das Gesicht besteht aus den kleinen länglichen Augen, welche braun-schwarzer Farbe sind. Sie sind von zwei halben Augenringen umrahmt und durch den kleinen Mund wird das Antlitz vervollständigt. Togepi besitzt eine Schale, die oberhalb mit Zacken gespickt ist. Auf ihr sind mehrere Muster zu sehen, die mal dreieckig und mal viereckig geformt sind. Die kurzen Arme befinden sich oberhalb an den Seiten und unten wachsen zwei kleine Füße, die über je zwei Zehen verfügen. Und in der Shiny-Form ist Togepis Beigehaut zu einem helleren Rot geworden. Außerdem tauschen die Formen auf seiner Schale die Farben. Wie die meisten Baby-Pokémon erlernt auch Togepi nur wenig Nicht-Status-Attacken. Diese sind Antikraft, Risiko-Tackle und Zuflucht. Togepi gelten als sehr süße, freundliche Pokémon, was mit den Attacken Charme und Bitterkuss ausgedrückt wird. Jedoch gelten sie als sehr verschlafen, was durch ihre Attacke Gena repräsentiert wird. Angeblich bringt es Glück, ein schlafendes Togepi zu wecken. Neben der Attacke Wunschtraum wird dieser Umstand durch die versteckte Fähigkeit Glückspilz ausgedrückt, welche die Volltrefferquote aller Attacken von Togepi um eine Stufe erhöht. Im weiteren Sinne findet sich das Glücksmotiv auch in der Fähigkeit Edelmut, welche manche Togepi besitzen. Diese Fähigkeit verdoppelt die Chance, dass bei einer Attacke mit Zusatzeffekt der Zusatzeffekt auftritt, wie zum Beispiel Paralyse nach dem Einsatz der Attacke Donnerblitz. Zu diesen beiden Fähigkeiten können Togepi auch die Fähigkeit Übereifer besitzen, welche den Angriff von Togepi um 50% erhöht, wenn es eine physische Attacke ausführt, jedoch dafür die Genauigkeit der Attacke um 20% senkt. Diese Fähigkeit soll Togepis teilweise übermütigen Charakter widerspiegeln. Togepi gelten als Glücksbringer. Ihre Schale ist voll von Freude. Wenn man Togepi gut behandelt, dann teilen sie ihr Glück mit einem. Und da Togepi die positiven Emotionen wie Freude und Mitgefühl von Menschen und Pokémon als Energie benutzen, kann man sagen, dass sie in einer Symbiose mit denen leben, mit welchen sie ihr Glück teilen. Togepi können zu diesem Zweck Glücksgefühle in ihrer Schale speichern. Togepi sind aufgrund der gespeicherten Glücksgefühle immer vergnügt. Und kommen Togepi jedoch in die Nähe eines bösartigen Menschen, so schwinden ihre Kräfte und sie bleiben erschöpft zurück. Also, Togepi sind auf das Gesicht geprägt, das sie als erstes sehen, wenn sie schlüpfen. Daher halten sie das, was sie als erstes sehen, für ihre Mutter. Und angeblich können Togepi nur schlecht mit Hunger umgehen. Togepi kommen vermutlich ursprünglich aus der Sinnoh-Region, genauer gesagt von einer Insel auf Route 230, wo man sie mithilfe des Pokeradars finden kann. Da Togepi jedoch als Glücksbringer gelten, werden sie sehr oft als Ei verschenkt, weshalb man sie auf diesem Wege in vielen Regionen erhält. Durch diesen Transport kommen sie mittlerweile auch im Weißen Wald vor, jedoch erst, wenn gewisse Personen dort wohnen. Und zusätzlich kann man Togepi bei der Kontakt-Safari in Kalos finden. Togepi sind in der Einordnung ihrer Entwicklungsstufe ein Grenzfall, da nicht ganz klar ist, ob sie zu den Baby-Pokémon gerechnet werden dürfen. Daher kann man nicht sicher sagen, ob sie die Basisstufe ihrer Entwicklungsreihe bilden oder aber Baby-Pokémon sind. In den Spielen der Hauptreihe entwickelt sich Togepi zu Togetic, wenn es genügend Zuneigung zu einem Trainer sammeln konnte und im Anschluss einen neuen Level erreicht. Die Entwicklung zu Togetic, zu Togekiss, wird durch einen Leuchtstein ausgelöst, ist aber erst seit der vierten Spielgeneration möglich. Bei der Entwicklung von Togepi zu Togetic verschwindet die Eierschale des Pokémon. Das Muster der Eierschale findet sich danach auf Togetics Fell wieder. Bei der Entwicklung wird der Kopf des Pokémon deutlich schmaler und es bildet sich ein Hals aus.
Außerdem entwickeln sich hier Flügel und Togetic ist doppelt so groß und mehr als doppelt so schwer wie Togepi. Bei der Entwicklung zu Togetic zu Togekiss verschwinden die Arme des Pokémon und die Flügel werden deutlich größer. Der Hals verschwindet wieder und es bilden sich Schwanzfedern aus. Die seitlich am Kopf befindlichen Zacken verfärben sich, der rechte wird rot, der linke wird blau. Die Dreiecke des früheren Eimusters schließen sich und sind nun deutlich kleiner. Togekiss ist 2,5-mal so groß wie Togetic und ca. 12-mal so schwer wie Togetic. Mit seinem ursprünglichen Typen Normal, den er von der 2. bis zur 5. Generation hatte, ist es immun gegen Geistattacken und im doppelten Schaden gegen Kampfattacken, der Rest macht normalen Schaden. Ab der 6. Generation verändert sich sein Typ von Normal zu Typ Fee. Dort ist er weiterhin immun, oder nicht weiterhin, dort ist er dann immun gegen Drache, nimmt halben Schaden gegen Kampf, Käfer- und Unlichtattacken und doppelten Schaden gegen Gift- und Stahlattacken.